Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich über das Thema Selbstwert sprechen. Das war für mich lange Zeit ein Thema und ich merke das auch immer wieder in den Coachings, dass man selbst sich seines eigenen Wertes nicht bewusst ist oder dass man sich selbst nicht den Wert gibt, sondern dass man das immer nur im Außen sucht. Und ganz oft ist es halt, ne, dieses Suchen nach Anerkennung, ne? Also dass ich von meinem Partner anerkannt werden möchte für das, was ich im Alltag oder mit den Kindern leiste. Oder von meinem Arbeitgeber anerkannt werden möchte für die Arbeit, die ich leiste. Oder dass ich der Meinung bin, immer ganz, ganz viel tun zu müssen. Also immer sehr, sehr gestresst sein zu müssen, immer sehr, sehr busy sein zu müssen, zu allem Ja sagen zu müssen, um mir halt Selbstwert von außen zu holen, ne? Also ich sage zu allen Ja, damit sie mir hoffentlich Selbstwert geben, was dann meistens nicht so aufgeht. Oder ich habe halt das Gefühl, immer gestresst sein zu müssen, immer viel zu tun haben zu müssen, weil ich in mir diesen Glaubenssatz habe, ich bin nicht gut genug oder ich bin nur gut genug, wenn ich ganz viel leiste. Und das führt dazu, dass wir unseren Selbstwert davon abhängig machen, was da im Außen passiert. Also wir haben ganz, ganz viele Erwartungen auch an andere. Erwartungen daran, dass sie diesen Mangel, den wir in uns spüren, irgendwie füllen sollen mit ganz viel Anerkennung und mit ganz, ganz viel Lob. Und das ist so eine Kettenreaktion. Also starten wir mal mit diesem, ich habe Erwartungen an jemand anderen, der diese Erwartungen meistens gar nicht kennt. Und oft werden diese Erwartungen gar nicht erfüllt. Wie auch und warum auch. Das ist schon erstmal für mich scheiße. Das ist für den Gegenüber richtig, richtig doof, weil der meistens keine Ahnung davon hat. Und so geht diese Rechnung auf nicht auf. Also wenn ich diesen Mangel in mir ausfüllen möchte, dann mache ich das nicht im Außen. Dann mache ich das nicht, indem ich noch mehr gebe und noch mehr und noch mehr und hoffe, irgendwie was zurückzubekommen, um diesen Mangel in mir zu stillen. Sondern ich fange bei mir selbst an. Damit tue ich nicht nur mir selbst einen Gefallen, sondern auch allen Menschen um mich herum. Weil diese Erwartungen aufhören, dadurch diese Enttäuschung aufhört und dieses aus dem Kopf bekommen, ich muss etwas leisten, um geliebt zu werden. Also wo sind wir denn hier? Also wir werden um unser Selbstwillen geliebt, weil wir sind, wie wir sind. Und nicht, weil wir gestresst sind und ganz viel arbeiten und ganz viel leisten. So funktioniert das überhaupt nicht. Wer hat euch das beigebracht? Gebt euch das alles selbst. Ihr könnt euch selbst am Ende des Tages hinsetzen und anerkennen, was ihr den Tag über geleistet habt. Auch anerkennen, wenn ihr nicht so viel geleistet habt. Sondern wenn ihr euch selbst eingestanden habt, dass es euch heute nicht gut geht, dass ihr heute nicht so viel könnt, dass ihr in letzter Zeit zu viel gearbeitet habt, dass ihr zu gestresst seid. Erkennt auch an, wenn ihr euch eine Auszeit genommen habt, wenn ihr euch Zeit für Entspannung genommen habt. Und das ist Selbstliebe. Und so gebt ihr euch euren Selbstwert. Entscheidet selbst, wie viel ihr wert seid. Das entscheidet ihr. Das entscheidet niemand im Außen. Niemand im Außen entscheidet, wie viel du wert bist. Das entscheidest du immer selbst. Du entscheidest, wie hoch dein Selbstwert ist. Und da kann dir auch niemand im Außen helfen. Das ist was hier drin. Da musst du an deiner Selbstliebe arbeiten. Und da musst du für dich anerkennen. Kann ich das schon, kann ich das nicht? Und wenn ich das nicht kann, bin ich bereit, mir Hilfe zu holen. Damit ich das lernen kann. Damit ich mich selbst lieben kann. Damit ich mich selbst anerkennen kann. Damit ich Ja zu mir sagen kann. Ja, zu den ganzen Sachen, die ich an mir doof finde, sind halt einfach ein Teil von mir. Und so steigerst du deinen Selbstwert. Und das spiegelt sich im Außen, weil plötzlich machst du dich unabhängig von der Meinung anderer, von der Anerkennung anderer. Du sagst nicht mehr zu jedem Ja, musst du ja nicht mehr, machst dich ja unabhängig von den anderen. Das heißt, du sagst viel öfter Nein, was dazu führt, dass du mehr Zeit hast, dass du mehr Ruhe hast. Und das macht auch ganz, ganz viel mit deiner Ausstrahlung. Selbstliebe macht ganz, ganz viel mit deiner Ausstrahlung, wenn du dir selbst auch weißt, wie viel du wert bist. Und dann hast du keine falschen Freunde mehr. Dann hast du keine toxischen Beziehungen mehr. Weil du deinen Selbstwert kennst und weil du erkannt hast, was du wert bist. Und auch siehst, ob die Leute im Außen das sehen. Und wer das nicht sieht, wie viel du tatsächlich wert bist, der ist es auch nicht wert, dass du ihn in deinem Leben lässt oder in deinem engeren Umfeld lässt. Und mach das nicht vom Außen abhängig. Mach das nicht von anderen Menschen abhängig. Du bist die Person, die entscheidet, wie viel du wert bist. Du bist die Person, die entscheidet, wie viel Liebe du empfangen möchtest.
wollte es nur mal kurz sacken lassen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das für euch erkennt. Im ersten Schritt, es hat nichts mit dem Außen zu tun. Gar nichts. Es ist auch nicht die Verantwortung der anderen. Es ist eure eigene Verantwortung. Und dann zu überlegen, kann ich das? Kann ich mir diesen Selbstwert geben? Kann ich mir diese Liebe geben? Kann ich mir diese Anerkennung geben? Kann ich Nein sagen zu anderen? Kann ich Ja sagen zu mir selbst? Und wenn du noch nicht so weit bist, zu überlegen, bin ich bereit, daran zu arbeiten? Ist der Schmerz so tief? Ist die Erkenntnis so groß, dass ich daran etwas verändern möchte? Und wenn du etwas daran verändern möchtest, dann schreib mir sehr, sehr gerne eine Nachricht und wir schauen zusammen, wie der Weg für dich persönlich dahin sein kann. Ich freue mich jetzt sehr auf den Austausch mit euch in den Kommentaren, wie ihr gerade mit euch und eurer Selbstliebe und eurem Selbstwert aktuell seid. Ihr fein? Ist das ein bisschen schwierig? Was denkt ihr über das Thema? Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm gerne einen Daumen hoch. Und wenn ihr vielleicht jemanden kennt, der seinen Selbstwert sehr im Außen sucht und von anderen abhängig macht, dann schickt ihm gerne dieses Video zu. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.